Hallo Nintendo Switch-Freunde und Nintendo Switch-Freundinnen. Heute schauen wir uns mal an, welche Titel auf der Nintendo Switch im November erscheinen. Und nicht nur das, in die Liste hat sich ein ganz ungewöhnlicher Titel reingeschummelt. Wie konnte denn das passieren? Wir fangen an mit Diablo 3 Endnull Collection, erscheint am 2.11.2021 zum Preis von 59,99. Der Klassiker findet endlich seinen Weg auf die Nintendo Switch. Darauf haben viele Fans der Serie gewartet. Diablo 3 endlich auch im Bett zocken. Und düster geht es weiter mit World War Z. Erscheint am 2.11.2021 für 39,99. Ein Action-Shooter ab 18. Das Spiel gibt es eigentlich schon seit 2019, aber jetzt erreicht es endlich auch die Nintendo Switch. Ich bin bei Zombies ja raus, aber Freunde der Untoten schlagen zu. Ihr versteht schon, schlagen. Deutlich weniger düster geht es weiter am 4.11.2021. Da erscheint nämlich endlich Just Dance 2022 für heiße 59,99. Tanzen, Sport, Spaß haben. Auf der Nintendo Switch rocke die Tanzfläche im Koop-Modus und zähle dabei deinen Kalorienverbrauch. Endlich wieder tanzen vor dem Fernseher mit vorgegebenen Bewegungsabläufen. Da bin ich raus, aber ich bin mir sicher, viele werden wieder das Tanzbein vorm Fernseher schwingen. Es geht gleich weiter mit noch mehr Games, die im November erscheinen. Was mich aber interessieren würde, ist, welches Game wirst du dir holen oder hast du noch einen riesen Backlog, den du erst abarbeiten musst? Nach Horror und Tanzen geht es jetzt weiter mit den Schlümpfen. Mission Blattpalast erscheint am 5.11.2021 für 39,99. Der Zauberer Gargamel entdeckt in einem staubigen Zauberbuch eine Formel für das Erschaffen einer bösartigen Pflanze, die Blattpest. Ein Spiel für alle Schlumpffreunde. Ich mochte ja die Schlümpfe damals am Super Nintendo ganz gern. Vielleicht schaue ich da auch mal wieder rein. Wir verabschieden uns vom Papa Schlumpf und machen weiter mit Blue Reflection Second Light. Erscheint am 9.11.2021 für 59,99. Gestalte deine eigene Schule mit School Development. Die Kämpfe im Kommandostil sind jetzt mit aufregenden Echtzeitkämpfen noch rasanter. Kommuniziere auf verschiedene Arten mit den Mädchen. 12 DLCs gleich mal zum Release zum Dazukaufen. Ja, ich bin da auf eure Kommentare gespannt. Wir machen weiter mit einer Serie, mit der ich noch gar nichts zu tun hatte, nämlich My Singing Monsters Playground erscheint am 9.11.2021 für 39,99. Schwinge, schleudere, springe mit den Singing Monsters zum Sieg. Steuere dein Lieblingsmonster aus der Welt von My Singing Monsters. So hast du deine Monster noch nie erlebt. Lokaler Mehrspielerspaß. Das Ganze hat 300 MB zum Download. Das macht mich ein bisschen skeptisch. 300 MB? Ein bisschen wenig, ne? Es geht weiter mit Star Wars. Knights of the Old Republic erscheint am 11.11.2021 für 12,49 €. Der legendäre Klassiker schafft es nun endlich auf die Nintendo Switch. Stell ein Team aus 9 einzigartigen Crewmitgliedern zusammen und baue dauerhafte Beziehungen zu ihnen auf. Aha.
Ich hoffe, ich spreche das jetzt annähernd richtig aus. Shin Megami Tensei 5 erscheint am 12.11.2021 um 59,99 €. Endlich erscheint der neueste Teil der Shin Megami Rollenspielserie für die Nintendo Switch. Ein Highschool-Schüler, der seine neu entdeckten Kräfte einsetzen muss. Was kann da schon schiefgehen? Als nächstes kommen wir zu einem ganz besonderen Spiel, weil hier habe ich eine Vorabkopie bekommen. Das passiert nicht allzu oft. Es handelt sich um das Spiel Abonnieren. Das gute alte Abonnierspiel erscheint am 13.11.2021 kostenlos gleich da unten. Und zusätzlich gibt es noch einen DLC, der heißt nämlich Glocke läuten und auch der DLC ist kostenlos. Und fröhlich geht es weiter mit Pokémon Leuchtende Perle und Pokémon Strahlender Diamant am 19.11.2021 für den Preis von 59,99 €. Reise in die Shiano-Region. Fans von Pokémon Diamant und Pokémon Perl können unvergessliche Momente an bekannten Orten neu erleben. Die Neuauflage enthält leicht verständliche, spielerfreundliche Modernisierungen. Ich hoffe, sie haben da nicht allzu viel verändert, sonst sind da sicher einige Fans richtig angepisst. Die meisten der Spiele kann man übrigens vorbestellen. Link dazu gibt es unten in der Videobeschreibung. Damit unterstützt ihr diesen Kanal mit ein paar Cent und euch kostet es kein bisschen mehr. Wir machen weiter mit NASCAR Ultimate Edition Plus. Erscheint am 19.11.2021 für 39,99 €. Es gab schon verdammt lange kein NASCAR-Spiel mehr für eine Nintendo-Konsole und jetzt ist es dann endlich wieder soweit. Im Kreisfahren, auch auf der Nintendo Switch. Sieht eigentlich ganz nett aus, das Game. Ich bin gespannt, was daraus wird. Vielleicht sicherheitshalber mal einen Testbericht abwarten. Das war's schon wieder mit den wichtigsten Games im November. Es geht weiter mit dem nächsten Video. Entweder hier oben oder da unten klicken. Jede Menge Nintendo-Spaß. Draufklicken, weiterschauen. Wir sehen uns gleich wieder.